Das SAP-Hilfeportal, das ist im Internet frei zugänglich, sodass man sich Hilfe und Dokumentation immer holen kann, wenn man sie braucht. Im Hilfeportal stehen umfangreiche Dokumentationen aus der SAP-Bibliothek zu allen möglichen Lösungen bereit. Und das betrifft die für den Mittelstand gedachten Lösungen SAP Business One. Es betrifft aber auch die Lösungen für große Industrieunternehmen. Man findet zusätzliche Dokumentationen über das Design der Anwendungen sowie über Weiterbildungsmöglichkeiten und zu den Community-Netzwerken, die es gibt. Diese Dokumentationen bauen in der Regel darauf auf, dass man eine entsprechende Installation vorliegen hat. Zum Üben gibt es da das IDIS-Modellunternehmen und entsprechende Fundstellen im Internet dazu, die findet man, wenn man hier bei Google zum Beispiel oder einer anderen Suchmaschine IDIS und SAP eingibt. Dann habe ich also diese ganzen Fundstellen und ganz oben steht dann auch gleich die von SAP. Da sehen wir das hier links, der Aufbau dieser Dokumentation im üblichen Stil vorgenommen wurde. Und hier sehen wir das Gleiche dann nochmal so, wie das im Internet allgemein bei Verlinkungen üblich ist. Da finden wir zum Beispiel hier die Voraussetzungen. Wenn man das einsetzen möchte, dann braucht man ein Release 4.6c, so steht das hier. Oder wahrscheinlich ein neueres, das wird auch gehen. Das ist also eine interessante Sache zum Üben. Dann gibt es aber Personen, die vorübergehend keinen Zugang zu SAP-Anwendungen haben, weil sie vielleicht nicht im Büro sind oder sie sind vielleicht in der U-Bahn und haben dort ihr BlackBerry oder ihr iPhone oder iPad. Und da haben sie vielleicht vorher bei YouTube etwas heruntergeladen, vielleicht sind sie sogar online. Und da habe ich eine interessante Fundstelle gefunden. Ein kanadischer Berater, Hands-on ERP, so nennt sich der Kanal. Der hat da eine Einleitung und auch viele andere Themen im YouTube-Kanal bereitgestellt. Ein paar Sekunden möchte ich hier mal reinhören lassen. Ich klicke hier drauf. Hello, welcome to hands-on-sap.com. This is Hassan Mir. In this tutorial, I'm going to talk about Introduction to SAP. SAP stands for Systems, Applications and Products in Data Processing. SAP Company, or known as SAP AG, was founded in 1972 by five German engineers, so it's a German company. Ich habe das jetzt mal angehalten. Sie können sich das ja bei Bedarf selbst anhören. Die Fundstelle, die finden Sie also auch hier in der Beschreibung zum Video. Zum Schluss möchte ich da noch auf eine weitere Quelle eingehen, auf die Startseite des FICO-Forums. Das wendet sich an das Finanzwesen und Controlling. Und da finden wir auf der Startseite eben schon eine ganze Menge aktuelle Artikel. Im Augenblick haben wir den September 2010. Hier links gibt es eine Gliederung. Da findet man etwas für die Grundlagen vom Finanz- und Rechnungswesen und Controlling oder man findet neue Artikel. Man hat auch Blogs. Es gibt den Bereich Auswertungen. Es gibt ein Forum, wo man Beiträge bereitstellen kann oder antworten kann und vieles andere mehr. Hier gibt es auch die Schaltfläche FICO Fun. Da werden dann, obwohl das ja ein sehr trockener Stoff ist, auch ein paar lustige Dinge gezeigt.